Weißt du, was ich in meinem früheren Leben immer schon, ja, gehasst habe? Dass ich mir vorschreiben lassen muss, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wann ich Pausen machen darf, wann ich Urlaub machen darf und vor allem auch, wie viel ich nur Urlaub machen darf und solche Dinge. Wenn es dir gerade auch so geht, dann träumst du möglicherweise auch von einem freien Leben, wie ich das auch vor ein paar Jahren noch gemacht habe. Andere da draußen beobachtet habe und mich gefragt habe, wie machen die das? Wie geht das? Will ich auch? Was bei mir wirklich alles verändert hat, war, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, wirklich die Klarheit zu bekommen, was meinem Seelenplan entspricht, was dem Plan meiner Seele entspricht. Und ich weiß, gestern hat noch jemand zu mir gesagt, das ist so was spirituell Esoterisches. Das klingt auch danach, Seelenplan. Den Seelenplan zu entdecken. Das Ding ist nur, eigentlich entspricht es unserer Natur, weil wir sind nun mal spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper, die gerade menschliche Erfahrungen machen. Also so gesehen ist es eigentlich ganz normal. Und deshalb sind wir auch hierher gekommen und haben so einen unsichtbaren Rucksack mitgebracht, wo der Plan unserer Seele drin verborgen ist, hat man uns nie beigebracht. Ja? Und als ich angefangen habe, von einem freieren Leben zu träumen und auch so erste Schritte in die Richtung gemacht habe, ist jetzt schon 20 Jahre her, da war das Stichwort Seelenplan natürlich auch in meinem Mind noch nicht. Ich habe einfach davon geträumt, ein freies Leben zu führen, meine Zeit frei einteilen zu können, mich da aufzuhalten, wo es mir gerade gefällt, natürlich meine Liebsten mit im Boot zu haben und ja, die Welt entdecken. Weil ich auch immer schon gedacht habe, es gibt so viele wunderschöne Orte auf dieser Welt, es ist viel zu schade, die nicht gesehen zu haben, wenn ich wieder diesen Planeten hier verlasse. Also den Körper vielmehr verlasse. Energie geht ja nie verloren. Das sind ja Energiewesen, spirituelle Wesen. Es gibt ja eine große Energie, die uns belebt. Und diese Energie verlässt halt irgendwann den jetzigen Körper nochmal. Aber das ist ein anderes Thema. Und da würde ich dich gerne mal dazu einladen, mal in dich hineinzufühlen und dich dem Gedanken zu öffnen, dass es doch eigentlich normal sein sollte. Das, was du mit hierher gebracht hast, deine Einzigartigkeit, deine Gaben, deine Stärken, deine Talente, also die Dinge, die deine Seele sich eigentlich mal vorgenommen hat, im jetzigen Körper, in der jetzigen Inkarnation, auch wenn das jetzt wieder so spirituell esoterisch klingt, das zu leben, das zu entdecken. Und was wäre auch dem Gedanken, würde ich dich gerne einladen, dich zu öffnen, wenn alles andere nur interessante Ansichten und Konditionierungen sind, die man uns übergestülpt hat, die man uns gelehrt hat, dass es halt einfach normal ist, im gewissen Alter geht man in die Schule, im gewissen Alter macht man eine Ausbildung oder studiert und dann, ja, sucht man sich einen Job, einen Beruf, oder auch eine Selbstständigkeit, aber unter dem Aspekt selbst und ständig. Und das ist halt so. Das Leben ist halt so. Das Leben ist halt eine harte Schule. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist kein Ponyhof oder was auch immer da für interessante Ansichten an Konditionierungen ganz tief in unserem Zellbewusstsein abgespeichert sind. Dazu würde ich dich gerne mal einladen, das alles zu hinterfragen. Weil, wenn das ja wirklich nur die einzige Möglichkeit wäre, sich sein Leben zu gestalten, dann gäbe es ja nicht andere da draußen, einschließlich mir selbst und meiner wunderbaren Familie, die sich ein anderes Leben erschaffen haben. Und da wir alle auf dem gleichen Weg ja hier auf diese schöne Welt gekommen sind, haben wir ja auch alle die gleichen Möglichkeiten, uns unsere Lebenswirklichkeit zu erschaffen. Weil, jetzt komme ich nochmal zum Anfang, wir alle sind spirituelle Wesen, Energiewesen, die einen menschlichen Körper angenommen haben und die jetzt menschliche Erfahrungen machen.
Wir alle haben einen freien Willen. Und wir alle haben vor allem den freien Willen, das zu denken und das zu fühlen, was wir fühlen und denken wollen, unabhängig von äußeren Umständen, unabhängig von äußeren Gegebenheiten. Und das ist der Knackpunkt. Damit erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen und daraus resultieren mit unseren Handlungen. Das heißt, wenn wir eine andere Lebenswirklichkeit haben wollen, dann fängt das bei jedem selbst an, mit dem eigenen Denken, mit dem eigenen Fühlen und dann entsprechend daraus resultierend anders zu handeln. Und dann sind die Dinge plötzlich, fast plötzlich, jetzt nicht von einer Sekunde auf die andere, dann sind die Dinge in deinem Leben da, wo du denkst, wow, warum bin ich nicht früher meinen Träumen gefolgt? Warum habe ich nicht früher mir erlaubt, mir ein freies Leben zu gestalten? Das Ding ist nur, Warum-Fragen bringen dich auch nicht weiter. Du darfst jetzt damit beginnen, wenn du magst, anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu handeln. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, durchzustarten. Wenn du das magst, es ist alles, alles für dich vorbereitet im universellen Feld. Die Träume, die Ideen, die Gedanken zu deinem freien Leben, wie auch immer das ausschaut für dich, die hast du ja, weil sie aus dir kommen. Folge ihnen. Wenn du dazu noch ein bisschen mehr wissen möchtest, wie ich mir dieses freie Leben erschaffen habe, es gibt ein kostenfreies Videotraining. Da teile ich auch drei essentiell wichtige Schritte mit dir. Schau es dir unbedingt an. In 20 Minuten, 20, 25 Minuten habe ich diese drei Schritte wirklich auf den Punkt gebracht. Du brauchst es im Grunde genommen nur zu kopieren, beziehungsweise auf dich abzustimmen und ja, darfst staunen, wie sich dein Leben auch in diese Richtung entwickelt, du eigentlich schon so lange hin möchtest oder dein Herz und deine Seele dich schon so lange hinführen möchten. Schau es dir an, in der Nähe vom Video findest du den Link und dann sehen wir uns gleich im Videotraining. Bis dahin, ciao, ciao.